Herzlich willkommen zu Innovations Guide. Mein Name ist Thorsten. Und wieder herzlich willkommen zum JavaScript-Kurs auf Innovations Guide. Ich habe beim letzten Mal, muss ich sagen, vergessen, euch die Stringverkettung zu erläutern. Das will ich jetzt schnell nachholen, bevor wir dann mit den Arrays weitermachen. So, ich mache dann einfach mein Visual Studio Code-Fensterchen auf und meine Ausgabe. So, es gibt zwei Arten von Stringverkettung. Die erste Variante ist die sogenannte Concatenation-Verbindung oder Stringverkettung. Hier werden die einzelnen Teile der Strings durch ein Additionszeichen oder Pluszeichen verbunden. Und es gibt seit ECMAScript 6 oder ECMAScript 2015 die Möglichkeit, über Template-Strings Strings zu verbinden und hier Variablen in Form von Platzhaltern unterzubringen. Gut, ich komme jetzt erst einmal zu der ersten Variante und da sage ich einfach mal let name gleich Jutta und let age gleich 33. So, ich habe jetzt hier zwei Variablen und die möchte ich in der String-Variablen S zusammenführen. Dazu noch eine Zeichenkette und zwar einfach mal ihr Name ist und dann plus Name plus so, dann sie ist plus age ganz einfach und wird bald 30. So, das soll uns an dieser Stelle reichen. Dann lassen wir uns das Ganze ausgeben und zwar S. Und wir sehen, das hat schon ganz gut funktioniert. Hier vielleicht noch ein Leerzeichen und ein Komma. Halt, genau andersrum. So und so. Speichern. So, also ihr Name ist Jutta, sie ist 33 und wird bald 331. So, jetzt sehen wir schon, dass Jutta jetzt nicht 331 wird, sondern eher 34. Das liegt daran, und zwar ist es bei JavaScript so, dass in Stringverkettungen alle Variablen in Strings umgewandelt werden. Bei anderen Programmiersprachen ist das anders. Man braucht praktisch, um numerische Variablen in Strings umzuwandeln, Funktionen oder Methoden, um die in einen String zu verketten. JavaScript macht das automatisch. Das hat aber den Nachteil, dass wir bei numerischen Operationen oder bei arithmetischen Operationen hier eine Klammer setzen müssen, damit diese zuerst ausgeführt wird, bevor diese dann in ein String umgewandelt wird in Java. So, und da machen wir einfach eine Klammer drum und jetzt haben wir hier die 34. So, das war die erste Variante. Die zweite Variante wäre dann die Template-String-Variante. So, da mache ich mir hier einfach, da hole ich erstmal die ganzen Variablen und Verkettung heraus, dass ich dann nur noch ein String habe. So. Und kennzeichnend für die Template-String-Variante ist, dass wir hier unseren String in Gravis setzen oder Accent-Gravis, wie die Franzosen sagen, oder einfach Gravis, wie die Italiener sagen, oder wir sagen Backticks. Backticks findet ihr, oder das Backtick-Zeichen findet ihr, wenn ihr Shift drückt und dann neben dem Asset bzw. Fragezeichen. So, ich füge jetzt mal hier den String ein, ganz einfach. Und wenn ich jetzt meine Variablen hier platzieren möchte, dann sage ich einfach Dollarzeichen, also Dollarzeichen und geschweifte Klammern ist mein Platzhalter. So, Name, dann Age, so, und dann noch halt plus 1. Arithmetische Operationen finden hier dann auch innerhalb der geschweiften Klammern statt. Und wir schauen uns das mal an. Und wir haben einen Syntaxfehler.
Achso, halt, wir müssen hier die Sachen noch löschen. So, und wir sehen das entsprechende Ergebnis. Der Vorteil bei der Template-String-Variante ist auch folgender. Und zwar könnt ihr hier mitten im Text irgendwelche neuen Zeilen einfügen und hier irgendwas reinschreiben. Und das wird dann auch 1:1 übernommen. Also hier Strings zu organisieren ist einfach, ja, einfach leichter. Gut, das war's dann noch zu den Strings. Jetzt machen wir weiter mit den Arrays. Und dazu möchte ich euch erst einmal erklären, was überhaupt Arrays sind. Dazu zeige ich euch mal etwas. Und zwar... So, okay. Also wir waren jetzt hier bei den Primitive Data Types beim letzten Mal und jetzt fangen wir an mit den Arrays, also mit den Objektdatentypen. So. Ein Array ist praktisch eine Liste, eine indizierte Liste, in der wir verschiedene Werte angeben können. Das Gute ist bei JavaScript, dass ihr, also dass die Arrays nicht typisiert sind. Also wir können hier in ein Array alle Arten von Typen einfügen. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wir haben jetzt hier Jutta ist ein String. Ich mache mal hier einen anderen Zeiger kurz. Und zwar ein Laserpointer. Also Jutta ist ein String, der Nachname hier ist ein String, 33 ist ein numerischer Wert, dann haben wir einen booleschen Wert und wir haben hier auch wiederum ein Array. Und wir haben hier die Initials. Die Initials fangen immer mit 0 an, also sind zero-based, also 0-basiert und das ist eigentlich bei allen Programmiersprachen so. So, ich zeige euch zuerst, wie wir ein Array anlegen. Und dazu mache ich wieder meinen Visual Studio Code auf. So, also es gibt zwei Möglichkeiten, Arrays anzulegen. Die erste Variante ist, ich mache hier mal ein Array und zwar nenne ich das mal Color, nenne ich das. Also es ist ein Const-Array, also eine Konstante. Und die erste Möglichkeit ist, wir sagen hier Array, Klammer auf, Klammer zu. Und dazu vor dem Array, also Array ist erst einmal unser Objekttyp. Und die Klammern darin ist praktisch unser Konstruktor, in dem wir gleich unser Array anlegen können. Aber da wir ein neues Objekt anlegen, müssen wir das Schlüsselwort new voransetzen. New und Objekt in dem Sinne, was Instanzen sind und so weiter, dazu kommen wir dann noch bei der objektorientierten Programmierung. Nehmt das jetzt einfach erstmal so hin, die Erklärung. Und was das genauer ist, erkläre ich dann, wie gesagt, im Teil objektorientierte Programmierung. Gut, also wir machen hier new Array. Und speichern das Ganze mal ab. Lassen uns unser Array mal anzeigen. Und wir sehen hier ein Array. Und dieses Array ist eine, erkläre ich wie gesagt bei der objektorientierten Programmierung. Unser Array ist eine Instanz des Prototyps Array. So. Das wäre die erste Variante. Die zweite Variante wäre, ich kommentiere das mal aus. Die zweite Variante ist, wir setzen hier einfach zwei eckige Klammern und das Ergebnis wäre dann das gleiche. Wichtig ist bloß, dass ihr im Hinterkopf behaltet, dass hier eine neue Instanz vom Prototyp des Objekts, also des Arrays, erstellt worden ist. So, jetzt machen wir gleich ein Beispiel und zwar übergebe ich jetzt dem Konstruktor, also was wir hier auch in den Klammern machen könnten, unsere Liste. Und da steht jetzt mal drinne, ich habe mir hier das schon aufgeschrieben, und zwar red, dann steht drin blue, green und brown. So, wir lassen uns unser Array mal anzeigen. Und wir haben jetzt hier unsere Liste mit den Arrays und wir haben hier unseren Index. Also 0 basiert, also fängt er an mit 0 zu zählen. So, als nächstes erstelle ich eine Variable, Color. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, JavaScript ist kontextsensitiv, also sprich Groß- und Kleinschreibung spielt hier eine Rolle. Und das heißt, die Variable Color, kleingeschrieben, hat mit der Variablen oder mit der Konstanten Color, großgeschrieben, nichts zu tun. Also da gibt es keine Konflikte.
Bei Basic wäre das etwas anderes zum Beispiel, weil hier spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle und Cola wäre in diesem Fall dann, also bei Basic jetzt, könnt ihr auch gleich wieder vergessen, wäre das ein und dieselbe Variable oder ein und derselbe Bezeichner. Okay, und ich sage hier Color ist gleich Color. Na, cool. So, jetzt haben wir es. Wunderbar. So, dann lassen wir uns auch mal Color anzeigen. Moment. Lass das mal markieren. So, und speichern. So, also wir sehen jetzt hier Color klein geschrieben. Also unsere Variable Color hat die gleichen Werte jetzt wie unsere Konstante. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt möchte ich mal einen Wert ändern. Und zwar in Color. Und damit zeige ich euch auch gleich, wie ihr auf die einzelnen Inhalte des Arrays Zugriff habt. Und zwar gebt ihr hier an den Variablennamen bzw. Konstantennamen und sprecht jetzt den Index an mit dem Index sozusagen. Also ich sage jetzt mal, ich möchte die Farbe rot ändern. Dann spreche ich den Index 0 an und sage hier gleich Black. So, dann speichere ich das ab. Lass mir das anzeigen. Und jetzt merke ich sofort, okay, in Color klein geschrieben, haben wir hier an der Position 0, Indexposition 0, Black zu stehen. Aber wir haben auch an der Position 0 der Konstanten Color haben wir auch Black zu stehen. Was ist das jetzt? Womit liegt das jetzt zusammen? Und das möchte ich euch kurz erläutern. Und zwar haben wir Folgendes gemacht. So, ich mache jetzt mal hier wieder einen anderen Stift, so sichtbar. So, ich zeige euch das nochmal hier anhand der Folien. Also wir haben zuerst unsere konstante Color angelegt und haben damit Folgendes gemacht. Wir haben auf dem Heap unser Objekt gelegt und unser Objekt hat jetzt eine Adresse. Und zwar die Adresse in unserem Fall jetzt hier F2, F2, Hexadezimal F2, F2. Jetzt haben wir unserem Konstruktor aber gleich eine Liste übergeben und die wurde dann auch gleich angelegt auf dem Heap. Und die Liste finden wir jetzt ganz einfach an der Adresse F2, F2. Und wie gesagt, ist die Adresse ja hier in Color gespeichert. Dann haben wir unsere Variable jetzt, nicht Konstante angelegt, Color angelegt und die Variable Color mit der konstanten Color initialisiert. Also wir haben praktisch nichts weiter gemacht, als der Variablen Color diese Referenz übertragen. Also F2, F2. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben jetzt Color an der Stelle 0, also das wäre hier, da war ja unser Rot drin gewesen vorher, wie wir gesehen haben. Haben wir jetzt den Wert schwarz zugewiesen. So, dann wird das schwarz. Und wir sehen aber, da ja unsere Color-Konstante hier die gleiche Referenz hat natürlich wie unsere Color-Variable, findet unsere Color-Konstante hier auch in der Liste jetzt ein Schwarz. Also ihr müsst euch das so vorstellen mit der Liste und mit den Adressen. Stellt euch vor, ich baue mir ein Haus und ich streiche alle Türen rot und unser Haus hat eine Adresse. So, und jetzt kommt ihr vorbei und malt jetzt alle Türen wieder schwarz. So, jetzt hat ja mein Haus immer noch die gleiche Adresse und jetzt komme ich hin zum Haus und sehe, ah, die Türen sind nicht mehr rot, sondern sind schwarz. Also so muss man sich das in etwa vorstellen. Jetzt mache ich noch etwas und zwar, damit das vielleicht noch deutlicher wird. Und zwar sage ich jetzt an dieser Stelle, Color soll jetzt aus dem Array bestehen und zwar Apfel, Birne, so, dann noch Banane und Zitrone. So, und jetzt führe ich das wieder auf. Und jetzt sehe ich, in Color ist zwar Apfel, Birne, Banane, also wie zu erwarten war, aber unsere Konstante hat sich ja diesmal gar nicht verändert. Und jetzt erinnert euch,
Durch diese Ecken, Klammern, haben wir nichts weiter ausgeführt als eine neue Instanz des Prototypen Array angelegt. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein völlig neues Objekt angelegt und in dieses Objekt haben wir dann hier unsere Liste mit den Früchten reingelegt. Das sieht dann nochmal grafisch dargestellt so aus. Wir haben jetzt also hier unsere neue Instanz angelegt, das sehen wir hier an den eckigen Klammern. Und was ist passiert? Auf den Heap wurde praktisch eine neue Liste erstellt mit dieser Adresse. Und diese Adresse ist jetzt natürlich unserer variablen Kolle hinzugefügt worden. So, also ich hoffe, das ist soweit verständlich. Und jetzt will ich euch zeigen, wie wir die Listeninhalte hier manipulieren können. Also wie wir Listeneinträge hinzufügen können, ändern können, wegschneiden können und so weiter. Dazu noch eine kleine Grafik. Und zwar stellt euch vor, wir haben hier ein Feld, hier wieder mit Farben, von 0 bis 3, also 4 Listeneinträgen. Und wenn wir einen Listeneintrag am Ende der Liste hinzufügen wollen, dann benutzen wir die Push-Methode des Array-Objekts. Wenn wir am unteren Ende einen Listeneintrag hinzufügen wollen, dann benutzen wir die Unshift-Methode. Wenn wir die Liste mitten, jetzt muss ich ja nach dem kleinen Film hier gehen. Wenn wir einen Listeneintrag am Ende der Liste weghaben wollen, also löschen wollen, dann benutzen wir die Pop-Methode, am unteren Ende die Shift-Methode und wenn wir zwischendrin etwas ändern wollen, hinzufügen wollen, löschen wollen, dazu bringe ich jetzt gleich noch mal ein paar Beispiele, benutzen wir die Splice-Methode. Wenn wir ein Objekt kopieren wollen, also wir denken daran, wir haben ja gesagt, variable Color gleich konstante Color und haben dabei die Referenz zu der Liste, die konstante Color schon angelegt hat, übergeben. Aber wenn wir jetzt die Inhalte kopieren wollen direkt, dann benutzen wir die Methode Slice. Dann wird unsere gesamte Liste kopiert, ein neues Objekt angelegt und dieses Objekt dann entsprechend abgespeichert. Aber dazu dann auch noch ein Beispiel. So, und zwar machen wir das jetzt. Wir erstellen uns erst einmal ein schönes Array. Und zwar sagen wir hier einfach mal, wir nehmen das mal hier alles weg. Wir nehmen mal gleich unser Color Array, in dem jetzt lauter Äpfel und so weiter drin sind und nennen das einfach mal Array. So, das lassen wir stehen. Okay, das kann auch weg. Und wir fangen zuerst an, und zwar mit Push. So. Und da machen wir Folgendes. Wir sagen einfach Array.push. Und jetzt können wir ein oder mehrere Listeneinträge hinzufügen. Also ich sage jetzt hier zum Beispiel noch Kirsche. Und ich sag, was gibt's noch? Weintraube. So, ich führe das nochmal aus. Ich zeig mal immer unsere Liste vor der Änderung und nach der Änderung. So, Moment. Achso, Array brauchen wir natürlich. Array. So, und Save. So, also wir haben jetzt hier Kirsche und Weintraube hinzugefügt. So, wichtig ist dabei auch, wir achten auf den Index. Also der Index für Apfel bis Zitrone hat sich hier nicht geändert. So, bloß 4 und 5 ist mit hinzugekommen, also Kirsche und Weintraube. So, als nächstes machen wir ein Unshift und jetzt achtet auf die Index-Einträge. Also hier hat sich jetzt praktisch oberhalb von 0 hat sich natürlich alles verändert entsprechend. Also vorher war ja gelb, hat unseren Index 0 gehabt, hat jetzt 1 und so weiter. So, und da machen wir Folgendes. So, wir sagen wieder Array und Unshift und wir wollen
einfach ein neues und dann sage ich mal einfach Nuss. Halt. Nuss, okay. So. Also, Sie sehen, jetzt ist hier Nuss hinzugekommen bei 0. Hier jetzt auch, also nicht wundern, das liegt daran, und zwar hier in der ersten Ausgabe sozusagen in der Liste war das noch vor der Änderung, aber wenn ich jetzt hier aufdrücke, geht er wieder auf die Referenz hin und dann zeigt er auch hier in dem Fall Nuss an, was natürlich zu dem Zeitpunkt hier noch falsch war. Also da müssen wir nur auf den oberen Eintrag hier achten. So, jetzt den nächsten Eintrag, und zwar machen wir jetzt mal ein Pop. So, und zwar sage ich, ich möchte, so, zuletzt haben wir Weintraube angelegt gehabt. So, ich zeige das hier nochmal. So, wir hatten hier Weintraube. Und jetzt sage ich einfach mal Pop. Ich nehme mal das gleich hier. Und Pop wird weiter kein Wert hinzugefügt, weil wir immer nur einen Wert hier entfernen können. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Und zwar, wenn ich mit Pop einen Wert entferne, also einen Listeneintrag entferne, wird dieser entfernte Eintrag nochmal automatisch zurückgegeben. Und den speichern wir jetzt einfach mal in der Variable S. Und die lasse ich mir dann einfach nochmal anzeigen. So, ich sage hier einfach nochmal Pop, Doppelpunkt, und dann Alt S. So, und wir sehen jetzt hier, Weintraube wurde entfernt, also das wurde hier zurückgegeben in S, und wir sehen jetzt hier, fehlt praktisch unsere Weintraube. So, das war jetzt am oberen Ende, am unteren Ende wäre das dann Shift. So, dann zeigen wir auch gleich mal das Beispiel. Also das machen wir dann. Und hier wieder darauf achten, unser Indexwert verändert sich dann natürlich wieder entsprechend. So. Dann sagen wir jetzt Shift. So, und dann müsste er jetzt praktisch unser Apfel wegkommen. So, und da sehen wir auch hier, hier haben wir noch Apfel zu stehen und hier ist Apfel weg. Und die nächste Variante wäre jetzt Slice. Also wir wollen jetzt innerhalb unserer Liste etwas ändern. Und da machen wir wieder Folgendes. So, ich mache das mal hier kurz weg einfach. Und zwar funktioniert Slice folgendermaßen. Ich sage hier Array, nicht Slice, sondern Splice. Splice meine ich natürlich. So, unser erster Wert ist der Index, wo praktisch unser, ich zeige das hier nochmal, wo unsere Veränderung stattfinden soll. Also wenn ich jetzt praktisch hier an dieser Stelle etwas verändern möchte, dann nehme ich natürlich Index 1 und als zweiten Wert nehme ich den nächsten Index. Moment. Nein, ich nehme nicht den nächsten Index, ist Quatsch, wenn ich sage. Ich nehme dann die Länge. Also wir nehmen dann praktisch hier in dem Fall Index 1 ab Index 1 und dann die Anzahl der Felder, die wir verändern wollen. Also jetzt in dem Fall wäre es jetzt von 1 bis 2, also wären das 2 Felder. So, um das nochmal deutlicher zu machen, mache ich hier mal ein anderes Beispiel. Also ich sage jetzt mal hier, wir haben ja jetzt hier zu stehen. Ich habe das hier weg. Ich führe das nochmal kurz aus. Save. Also wir haben jetzt hier in unserer Liste Apfel, Birne und so weiter. Und ich sage jetzt, ich möchte Birne, Banane und Zitrone entfernen. So, unsere Birne hat jetzt den Index 1. Also sage ich, ich fange ab 1 an. Und jetzt drei Früchte, also Birne, Banane, also ab Birne sozusagen. Das wären dann 3 Werte. So, ich speichere das ab. Und da sehen wir halt Splice, meine ich natürlich. Splice. So, nicht, dass er jetzt vollkommen durcheinander kommt. Splice und Slice ist irgendwie so ähnlich. So,
Und wir sehen jetzt, hier fehlt Birne, Banane und Zitrone. So. Ich kann jetzt mit dem ersten Wert, wie gesagt, sage ich, ab welcher Position. Beim zweiten Wert sage ich, wie viele Werte gelöscht werden sollen. Und ich kann dann ab dieser Position auch wieder Werte hinzufügen. Das wären dann unsere nächsten Eingaben, die wir hier machen. Also dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt aber hier hinzufügen nochmal, ja, fallen mir Früchte ein, Kirsche, Banane, Weintraube. Gibt's dann alles? Haselnuss. Haselnuss. Und ja, machen wir mal ein bisschen Gemüse, Möhre. So, safe. Also wie gesagt, ich lösche drei Werte ab 1 und setze zwei Werte ein. Steuerung safe. So, wie gesagt, ab Birne gelöscht und so weiter. Drei Werte. Also 1, 2, 3. Kirsche bleibt dann übrig hier noch. Jetzt die Kirsche und dafür habe ich Haselnuss und Möhre eingesetzt. Oder ich kann auch gar keine Werte löschen, dann gebe ich hier einfach eine 0 ein. Und dann sieht das folgendermaßen aus. So, jetzt also Slice. Nicht zu verwechseln mit Splice. So, ich habe hier ein Array, also ARR, und möchte ein Array 2 anlegen und möchte alle Werte von Array in Array 2 übertragen. Dazu habe ich, wie gesagt, die Methode Slice. Und Slice macht nichts anderes, als wiederum eine neue Objektinstanz von Array anzulegen und diese dann Array 2 in diesem Fall zu übergeben und dann auch gleich die Liste rüber zu kopieren in dieses neue Objekt. So, dann machen wir noch mal hier ein. Okay, das. So, dann mache ich mal ein Ctrl-C, dann gucken wir uns mal Array 2 an. Array 2. Schreibe ich mal vor, Array 2 hat. So, das kommt mal weg hier. Und dann machen wir Folgendes. Und zwar, ich mache dann eine Änderung an Array 2 und wir werden dann sehen, ob sich diese auf Array hier ausgewirkt hat. So, und zwar sage ich mal an der Stelle 0 kommt dann einfach bloß ein XXX rein. So, speichern. Und da sehen wir das schon. So. Gut, das mache ich schon mal weg hier. So, speichern. So, wir sehen jetzt, Array 2 hat jetzt die Werte von Array übernommen. Und wir brauchen jetzt nochmal Array 2. Und zwar, hier muss ich dann 2 eingeben, logischerweise. Safe. So, und wir sehen jetzt hier XXX und danach schauen wir uns gleich nochmal. Halt, hier nochmal Array 2. Und dann nochmal Array und zwar um zu sehen, ob sich hier irgendwelche Änderungen vollzogen haben. Und wir sehen hier, Array 2 hat hier das XXX, aber Array ist davon unbetroffen geblieben. So. Als nächstes zeige ich euch mehrdimensionale Tabellen. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Listeneintrag in einem Array wiederum ein Array ist, dann spricht man von mehrdimensionalen Tabellen. Hier in meinem Beispiel habe ich eine zweidimensionale Tabelle. Die könnten wir auch nicht Array nennen, sondern zum Beispiel Person. Und da haben wir hier Person 1, dann Otto Meyer, Person 2, Gabi Mustermann und Person 3, Karl Schmidt. So, also wir haben dann zwei Indexe. So, ich habe hier mal gezeigt, wie wir zum Beispiel an den Index von, also hier praktisch rankommen. Und zwar wie im ersten Klammerwert ist praktisch unser übergeordnetes Array. Und das ist hier, in dem Falle bei Gabi wäre das hier 1. Und um
an Gavi direkt dran zu kommen, brauchen wir ja auch in unserer zweiten Liste unseren Index. Und das wäre dann hier an dieser Stelle 0. So, wie schreiben wir jetzt so ein Array? Und zwar habe ich hier mal ein Beispiel genannt. Und zwar zeige ich hier nochmal, das ist unser übergeordnetes Array. Also unser erster Listeneintrag ist hier praktisch das Array Otto Meier. Unser zweiter Listeneintrag mit dem Index 1 jetzt ist hier das Array Gavi und Mustermann. Unser dritter Eintrag mit dem Index 2 ist dann 0 und 1 wieder, Karl für 0 und 1 für Schmidt. So, das zeige ich euch gleich mal. Und zwar stellen wir uns hier einfach mal dieses Array her. Ich nenne das hier am besten mal gleich Person. Und sage einfach, ist gleich. So, dann haben wir wieder ein Array. Und zwar steht dann da drinnen, so, Otto und, natürlich in Anführungsstrichen, Otto und Meier. So, dann Klammer zu haben wir schon. Dann wieder unser zweiter Listeneintrag, wieder ein Array. Dann steht hier Gabi und Mustermann. Und unser dritter Eintrag ist dann hier. Vergiss mal die K und Schmidt. So, speichern. So, wir lassen uns jetzt mal Person anzeigen. Und wir sehen jetzt hier, wir haben unser oberstes Array sozusagen, hat hier drei Array-Einträge. 1, 2 und 3, die können wir uns auch hier entsprechend anzeigen lassen. So, Index 0, 1, 2. Und dann sehen wir jetzt hier, wenn wir diese aufmachen, haben wir jetzt praktisch 0, 0 Otto, 1, 0 Gabi und so weiter. So, wir können uns das mal anzeigen lassen. Und zwar sagen wir dann einfach console.log und zwar Person 1 0 und da haben wir hier dann Gabi zu stehen. So. Jetzt möchte ich euch noch eine Funktion zeigen und zwar die Funktion IndexOf. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ihr habt Listeeinträge, ihr wisst auch davon, aber ihr kennt den Index nicht. Und zwar bekommt ihr den raus, indem ihr sagt, so, ich mache das hier mal wieder weg. Wir machen mal wieder ein einfaches Array. Ich gehe mal so lange zurück, bis wir mal wieder hier auf unser Array kommen. Okay. So, nehmen wir wieder unser Array hier zum Spielen. So, also wir haben einen Listeneintrag und wir kennen aber den Index nicht dazu. Und den finden wir raus mit Index of und dann dazu mache ich mal ein console.log und sage Array Index of Banane, will ich zum Beispiel wissen. Und dann zeigt er mir 2 an. Also wir sehen ja hier 0, 1, 2 ist Banane. Wozu brauchen wir das? Und zwar, wenn ich zum Beispiel Banane löschen will mit Splice, kann ich zum Beispiel sagen Array, dann Splice. So, jetzt weiß ich den Index nicht und dafür kann ich jetzt sagen Array Index Banane. So, denn die Länge, die gelöscht werden soll, also ein Eintrag. So, ich kann mir das dann auch wieder anzeigen lassen. Und zwar CLG Log. So, und zwar lasse ich mir das Array hier auflisten.
Und wir sehen, hier fehlt entsprechend Banane. Ja, das wär's dann soweit zu den Arrays. Wir machen das nächste Mal weiter mit den Objekten. Und ich zeige euch dann auch, wie wir ein Array auch in ein Objekt überführen können, weil mit diesen Indexen zu arbeiten ist etwas unbequem. Und wie das besser geht, zeige ich euch im nächsten Teil des Tutorials. Also dann viel ausprobieren. Ja, ihr müsst die Sachen, wie gesagt, abtesten, und damit es euch in Fleisch und Blut übergeht. Und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen.